Oh Mann, was ein normaler Tag hier heute draußen. Junge, Junge, was ein... Wer hat noch nicht abonniert? Ich hab noch nicht abonniert. Was? Du hast noch nicht abonniert? Okay. Ich hab abonniert. Auch. Yo! Sorry. Falls ihr jetzt abonniert habt, seid ihr bereit für das heutige Video, denn heute gibt es... eine Popcornmaschine! Wir machen hier gemeinsam eine Popcornmaschine auf. Lars hat die gekopt über... ich kann dir kurz helfen. ...Camazon. So. Oh, voll. Junge, eine echte... oh mein Gott, die sieht voll fancy aus. Popcornmaschine. Seht euch das an. Diese 29 Zoll fähigen könnt ihr haben. Komm in die Gruppe. Rufen Sie jetzt an unter 0900. Nimm du die Räder? Nein, ich habe Angst. Doch, nimm. Wir machen das Ding kaputt. Nein. 3, 2, 1, zieh. Oh. Siehst du? Ah, meine Hand, die steckt da drinnen. Oh. Oha. Hast dich geschnitten? Ja. Hey, wir nehmen erst 15 Sekunden auf. Wir haben schon einen Verletzten. Pflaster. Ich brauche halt, glaube ich, echt ein Pflaster. Hast du, sag mal, pust mal. Wie funktioniert diese Popcornmaschine, fragt ihr euch bestimmt alle. Ich frag mich das auch, Mann, und ich hab die gekauft. Oh mein Gott, ich remember mich, das ist Dings. Genau wie die Zuckerwattenmaschine, die wir mal hatten, erinnerst du dich? Sah sogar genauso aus. Die ist ähnlich von derselben Firma, gell? Ja. Kann ich richtig arbeiten, ich hab ein Handicap, Leute. Gebt ein Like dafür, hat mir wehgetan. Guck mal, okay. So oder sowas. Ich glaube, das musst du drauf machen, damit die heiße Luft nicht rauskommt. Okay, also ich glaube, das ist jetzt fertig und für das hat sich Lars jetzt verletzt einfach. Und wir werden jetzt dieses Popcorn erstmal machen und danach werden wir es uns gegenseitig servieren. Ah. Ja, können wir machen. Ah. Ich kann meine Hand nicht richtig bewegen, weil ich mir Aua Bubu gemacht habe. Ich muss bei Lars heute irgendwie aufpassen, weil hier ein bisschen zu viel Energie um mich herum läuft. Komm mal. Ah, guck mal da hinten. Alter, die ist richtig laut. Oh, das ist jetzt schon warm. Boah, das stinkt so hart nach verbranntem Plastik. Hallo? 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 Kann man uns hören? Hallo? Okay, ich knöppel rein. Mach rein. Okay. Ey, das bewegt sich da drinnen. So sieht es da drinnen aus. Sieht man das? Ja, das ist... oh mein Gott, das ist jetzt schon fertig? Wir lassen das jetzt erstmal laufen und dann sind wir gleich wieder da. Hallo, das ist zu viel. Wir haben zu viele Körner reingemacht. Oh mein Gott, das ist jetzt alles voll. Junge, hier qualmt. Junge, hier qualmt, hier qualmt. Mach das aus. Oh. Warte. Mach das aus. Oh, das stinkt übelst. Das raucht richtig krass, sieht man das? Mach die Balkontür auf, schnell. Wir haben viel zu viel von diesem Mais reingemacht. Wir wissen jetzt, warum das so schwarz geworden ist da drinnen. Warte, ich zeig mal gleich ein. Oh mein Gott. Was ist das für ein Popcorn? Guck mal, wie es aussieht. Das ist ein Cola-Popcorn. Traust du dich den zu essen? Nein. Warum nicht? Ach, weil ich noch leben möchte. Aber Spaß gibt her. So, nachdem wir die Bude fast abgefackelt haben. Okay. Wir haben jetzt Popcorn gemacht. Willst du einen Popcorn probieren? Ja. You wish. Ich werde dir jetzt erstmal ein bisschen Popcorn mit Würze anbieten. Ich mache dir einen Geschmack und du musst erraten, was es ist. Weggehauen, den Jungen. Wir werden jetzt hier ein bisschen Popcorn rausnehmen. Und jetzt suche ich mir einfach irgendwas aus, was ich da reinmachen kann, um es ihm zu würzen. Wir fangen einfach mal ganz simpel an und wir suchen uns mal was Cooles aus. Okay, ich habe mich entschieden. Wir machen hier erstmal ein bisschen von diesem schönen Zeug hier rein. Feinstes Meersalz. Hört ihr das Meer? Super. Ah, so essen das ja relativ viele, aber ich mache da noch einen kleinen Pimp mit rein. Einen kleinen Schuss, bisschen Magie. Nicht viel, aber vielleicht errät das. Also einfach so ein bisschen, das sieht gut aus. Aber das Problem ist, ich glaube, das kann man schon riechen, wenn der hier reinkommt. Yo, Lars, komm rein. Hier riecht's verbrannt. Du musst erraten, was das für ein Geschmack von Popcorn ist. Ich rieche schon, was es ist, glaube ich. Darf ich? Warte. Du musst es aber das eher... ist...
Abflussreiniger mit... Du musst alles erschmecken, was da drin ist. Also nicht nur alle Zutaten. Was ist da drin? Das ist schwierig. Das ist Maggi mit Curry. Nein. Warte, es muss Maggi sein. Maggi ist drin. Also Maggi ist drin. Aber es ist noch eine schwierige Zutat raus, die echt schwierig rauszuschmecken ist, weil es Maggi schon ganz nah kommt. Salz. Ja, das stimmt. Ding, 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 ding. 2 Punkte für Lars für die erste Runde. Weil da war nämlich eben so ein bisschen... Oh, schmeckt eigentlich gar nicht mal so bad. Oh, schmeckt echt gar nicht mal so bad. Übergeil. Also, wenn du Popcorn magst mit Salz, also dann ist mit Maggi noch geiler. Ich finde Popcorn mit Salz echt richtig geil. Mmh. Ich glaube, bei der nächsten Kino-Nacht echt mega geil. Geil. Okay, Leute. Ich bin dran. Jetzt wird's richtig wild, Leute. Und zwar ein kleines bisschen Popcorn, Freunde. Mal gucken, ob er es herausfindet. Wir haben weißen Pfeffer, gelben Curry und Soja Sauce. Ich muss sagen, das Maggi-Ding eben war gar nicht mal so bad. Aber jetzt wird's richtig schlimm. Es muss halt wirklich... Oh. Ja, guck mal, man sieht's mega. Eine indische Spezialität hier, so. Jetzt nochmal den hier. Boah, ich hab's in die Nase gekriegt. Boah. Verrühren, verrühren, verrühren. Check das, wie das aussieht. Oh, das riecht man aber schon krass, das, was da drin ist. Okay, let's go. Roman! Roman! Das sieht so übergammelig aus. Ich mach erstmal den Taste-Test. Ich hab ein bisschen was in die Nase gekriegt. Da ist Curry drin. Aha. Das ist schwierig. Da ist eine Zutat, die wirst du safe nicht erraten. Es ist noch was Nasses drin. Ist da Knoblauch drin? Mm. Es ist Curry und was Asiatisches. Kann es sein? Mm. Schon in. Ah, ist da Sojasauce drin? Sojasauce mit Curry. Aber noch eine kleine Sache. Achte mal drauf. Das ist ein bisschen im Abgang. Das ist ein bisschen... Schon abartig, ey. Pfeffer. 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 Pfeffer ist drin. Komm, verzieh dich. Okay. Jetzt mache ich dich richtig fertig. Komm, wir lassen ihn jetzt mal richtig leiden, oder? Oder wir machen ihm einen kleinen Schoko-Surprise. Also, ich nehme wieder ein bisschen Popcorn und ich hole jetzt mal kurz meine Zutaten und dann zeige ich euch mal, wie der Popcorn-Surprise funktioniert. Es kommt jetzt einfach die Illusion, dass er denkt, dass es richtig geil schmeckt, okay? Ich nehme hier als die geheime Zutat, mache ich Tomatenmark rein, okay? Mache ich dann hier so eine ganz kleine Tomatenmarkschicht, okay? Dann mache ich jetzt die Illusion, okay? Ein bisschen Schlagsahne dazu, damit er denkt, das sieht so richtig geil aus, okay? Und dann einfach... So, oh, das sieht schon richtig lecker aus. Und jetzt, damit er auch wirklich denkt, dass das 100% safe ist, machen wir noch ein bisschen von dieser Himbeermarmelade rein, dass das ein lecker Schmaus ist. Perfekt. Und dadurch haben wir jetzt den Popcorn Surprise mit dem Überraschungsfaktor. Lars, komm rein. Eieieiei, was erwartet dich da? Irgendwas Ekliges. Wir essen so viel Müll. Aha, ja klar. Und da muss man sich einfach mal was gönnen. Ja, ja. Die Aufgabe ist... Alles zu essen. Lass mich raten, ne? Alles zu essen. Alles zu essen. Da ist irgendwas richtig Widerliches im Kern, ich merk's jetzt. Da ist nichts. Ich esse es nicht ganz. Dann nimm einen Riesenlöffel und jetzt rein. Was ist da alles drin? Wenn das nicht ganz weiß, dann nimm noch einen Löffel. Ganz ehrlich, ja. So schlecht schmeckt es nicht. Aber was ist drin? Was ist die Geheimzutat? Tomate. Tomatenpüree. Tomatenpüree. Also hier, das ist aus der Tube. Tomatenmark. Tomatenmark. Ja. Sahne. Mhm. Ah. Himbeere, Geschmack, Gedöns. Aber um es ganz, ganz ehrlich zu sagen, probier es mal selbst. So schlecht schmeckt es nicht. Der Nachgeschmack ist jetzt nicht so geil, aber schmeckt gar nicht so schlecht. Doch, man schmeckt. Okay, Leute, jetzt wird es feurig. Sambal Ölek, noch nie in meinem Leben gehört. Wir haben hier Uego. Das hier ist so eine Knoblauch-Chili-Soße. Kennt man aus vergangenen Videos. Und hier natürlich dann auch nochmal den Käsedip. Ich dachte eigentlich, der wäre scharf. Okay, aber erstmal. Riecht wie meine Schuhe. Viel Käse. So. Warum machen wir das hier überhaupt, Leute? Das fragt ihr euch sicherlich auch. Warum machen wir das, hä? Oh mein Gott, die ist schon richtig alt, ne? Die ist schon uralt. Ich glaube, die ist abgelaufen, Mann. Die hat gerade so gebröselt. Egal, ist ja nur für Roman. Oh mein Gott, das bitzelt. Das hat gerade so zzzz gemacht. Alles klar. Oh mein Gott.
kann er nicht essen, oder? Oh mein Gott, das kann er nicht. Das geht gar nicht. Das hier wird Roman schöne Träume bescheren, Freunde. Roman! Roman! Also, bevor du was machst, möchte ich mich jetzt schon mal entschuldigen, okay? Nur so als Ding. Wo ist das Essen? Lass, ich kann das nicht essen. Es tut mir leid, Mann. Das ist gerade mit mir durchgebrannt. Okay. Ich probiere das. Aber du musst meins gleich auch probieren. So schlimm ist es nicht. Das sind sogar Sachen, die gut zusammenpassen. Okay. Das war mal, warte. Das ist Popcorn. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Dass dieses Videokonzept, also jetzt, wo ich hier stehe, dieses Videokonzept ergibt gar keinen Sinn. Also gar nicht. Null. So. Von allen Videokonzepten, die wir jemals hatten, ist das das Videokonzept, was am wenigsten Sinn macht. Und die Idee kam von mir. Bitteschön. Da ist auf jeden Fall so Chili, Chili-Knoblauch drin. Mhm. Das ist übrigens abgelaufen. Ja, so schmeckt's auch. Ist da Käse drin? Das Käse drin. Das Schafe hast du. Das Schafe? Dann den Käse und dann ist noch eine dritte Zutat. Ja, ich weiß nicht, wie die heißt. Oleg, ole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 l